Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auch heute Morgen auf der Ehrentribüne die frühere Präsidentin der Freien Volkskammer der DDR, Frau Dr. Bergmann-Pohl. Sowie den früheren Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Thierse. Ich begrüße auch sehr herzlich Frau Schäuble und Familie und weitere Weggefährten auf der Ehrentribüne. Herzlich willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 13. Dezember 1972 ist ein besonderes Datum in unserer Geschichte. An diesem Tag hat der Deutsche Bundestag zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentin gewählt. Die Zeitung Das Parlament titelte damals: Der zweite Mann im Staat, eine Frau. Nicht nur im geteilten Deutschland war dies eine Premiere. Annemarie Renger war weltweit die erste Frau an der Spitze eines frei gewählten Parlaments. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wahlbeteiligung lag 1972 bei traumhaften 91,1%. Der Frauenanteil im Parlament allerdings war so niedrig wie jemals zuvor und übrigens auch danach. Zu Beginn der siebten Wahlperiode gehörten nur 30 Frauen dem Bundestag an, 5,8% der Abgeordneten. In ihrer Antrittsrede sagte Annemarie Renger: Die Wahl einer Frau für das Amt hat verständlicherweise einiges Aufsehen erregt. Das erstmalige und mithin ungewohnte gerät in die Gefahr, zum Einmaligen und Besonderen erhoben zu werden. Zitat Ende. In der Tat dauerte es 12 Jahre, bis Rita Süssmuth, eine Frau, wiederum an der Spitze des Bundestages war. Und nach Rita Süssmuth dauerte es sogar 23 Jahre, bis zur dritten Bundestagspräsidentin. Heute nehmen Frauen selbstverständlich ihren Platz in der Politik und in der Gesellschaft ein. Und das verdanken wir auch der parlamentarischen Pionierarbeit von Annemarie Renger. Sie ebnete Frauen den Weg in die Politik und in der Politik. Annemarie Renger nutzte ihre Stellung als Bundestagspräsidentin, um, wie sie selbst sagte, der Sache der Frauen zu dienen. Sie wusste, politisches Engagement und Familienleben lassen sich nur vereinbaren, wenn die Rahmenbedingungen passen. Das gilt auch heute und nicht nur im Parlament. Für Annemarie Renger gehörte dazu, den Frauen der Bundestagsverwaltung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Die Eröffnung der Bundestagskita im Jahr 1970 geht auch auf ihre Initiative zurück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Frauenanteil ist mit knapp 35% auch im aktuellen 20. Bundestag zu niedrig. Frauen sind auch heute in Führungspositionen unterrepräsentiert. Sie verdienen oft weniger, sie leisten mehrheitlich die Care-Arbeit mit allen Folgen. Der Weg zur echten Gleichstellung ist noch weit. Annemarie Renger kann uns aber mit ihrer Beharrlichkeit Vorbild sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Annemarie Renger wurde 1919 geboren, im Jahr der Einführung des Frauenwahlrechts. Ihr sozialdemokratisches Elternhaus stand in Opposition zum Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Kurt Schumacher ihr politischer Mentor und Vertrauter. 37 Jahre gehörte sie dem Deutschen Bundestag ununterbrochen an. Sie war die erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, 4 Jahre Bundestagspräsidentin und 14 Jahre Vizepräsidentin. Ihr half dabei, dass sie eine gehörige Portion Selbstbewusstsein besaß, wie sie sagte.
Als Abgeordnete behielt sie immer ihren eigenen Kopf, nicht immer zur Freude ihrer Fraktion. Den Deutschen Bundestag führte sie souverän, mit natürlicher Autorität und mit Charme. Annemarie Renger hat nicht nur bewiesen, dass Frauen es können, sie prägte die damalige Politik in vielen Fragen. Sie führte Bürgergespräche im ganzen Land, sie trieb die Parlamentsreform voran, sie etablierte den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, sie stärkte das Petitionswesen und intensivierte die Arbeit der Enquete-Kommission. Ihre Herzensangelegenheit war die Aussöhnung mit Polen und Israel. 14 Jahre lang leitete sie die deutsch-israelische Parlamentariergruppe. Der glücklichste Augenblick ihres politischen Lebens war aber für sie der 9. November 1989, als die Nachricht vom Fall der Mauer sich verbreitete, leitete sie gerade als Vizepräsidentin die Beratung im Bundestag in Bonn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Annemarie Renger war als Bundestagspräsidentin auch deshalb so erfolgreich, weil sie einen feinen Humor besaß. In ihrer Antrittsrede würdigte sie die jungen Abgeordneten mit folgenden Worten. Ich zitiere: In unserer Mitte begrüße ich die neuen Mitglieder dieses Hauses, die mit ihrer großen Anzahl jüngerer Abgeordneten zum ersten Mal das Durchschnittsalter des Bundestages unter die 50-Jahres-Grenze gedrückt haben. Zitat Ende. Und damit begrüßte Annemarie Renger auch Sie, lieber Kollege Schäuble. Sie waren gerade 30 Jahre alt, ein promovierter Jurist und Finanzbeamter. Wenn ich auf Ihr Lebenswerk blicke, kann ich eins kaum glauben. Nach eigener Auskunft waren Sie eigentlich ein Verlegenheitskandidat der CDU in Ihrem Wahlkreis. Seit einem halben Jahrhundert gehören Sie nun ununterbrochen dem Deutschen Bundestag an. Das ist einmalig in der gesamten Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Das ist eine Ära. Sie haben sogar August Bebel übertroffen, der nur 44 Jahre Reichstagsabgeordneter war. Lieber Herr Schäuble, Ihre Wählerinnen und Wähler haben Sie 14 Mal in Folge mit einem Direktmandat betraut und Ihnen damit das Vertrauen geschenkt, das wichtigste Kapital in einer parlamentarischen Demokratie. Sie haben die Geschicke unseres Landes in den vergangenen Jahrzehnten wie nur wenige geprägt. Als Kanzleramtsminister haben Sie maßgeblich die deutsch-deutschen Beziehungen gestaltet. Als Innenminister unter Helmut Kohl haben Sie den Einigungsvertrag entworfen und den Wiedervereinigungsprozess entscheidend mitgelenkt. Sie sind zum Architekten der deutschen Einheit geworden. Als Innenminister unter Angela Merkel haben Sie zum Beispiel die Islamkonferenz ins Leben gerufen, ein Meilenstein in der Integrationspolitik. Als Finanzminister haben Sie Deutschland und Europa durch die Finanz- und Eurokrise navigiert. Christine Lagarde nannte Sie einmal einen Felsen, einen Giganten. Als Bundestagspräsident haben Sie beispielsweise die deutsch-französische parlamentarische Versammlung etabliert und mit dem Bürgerrat ein neues Instrument zur Belebung unserer Demokratie auf den Weg gebracht. Für mich sind Sie ganz besonders ein großer Europäer, der sich mit Leidenschaft und aus tiefster Überzeugung für die Einheit Europas einsetzt. Dieses Engagement wurde übrigens auch im Jahr 2012 mit dem Karlspreis gewürdigt. Angela Merkel hat ihre politischen Verdienste einmal so zusammengefasst: Wolfgang Schäuble ist ein Glücksfall für die deutsche und europäische Politik. Wie Annemarie Renger haben Sie sich immer mit unglaublicher Disziplin und großem Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein in den Dienst unseres Staates gestellt und mit Freude an der Politik. In einer Festschrift wurden Sie einmal als fröhlicher Sisyphus betitelt. Ich denke, mit dieser Beschreibung können Sie ganz gut leben.
Lieber Herr Schäuble, nicht ohne Grund gelten Sie als ein Mann der Exekutive. Ihre Gestaltungskraft und Ihr Gestaltungsdrang sind berühmt. Ich habe jetzt einige Wegmarken Ihres Wirkens erwähnt. Zugleich sind Sie aber bis heute Parlamentarier aus Leidenschaft. Sie kennen den Bundestag aus verschiedenen Perspektiven, als einfacher Abgeordneter, parlamentarischer Geschäftsführer, Fraktionschef, Oppositionsführer, Alterspräsident und Bundestagspräsident. Und in jeder dieser Positionen waren Sie ein großer Verfechter des demokratischen Streits im Respekt vor dem Gegenüber. Als Fraktionsvorsitzender waren Sie ein gefürchteter Debattenredner. Ihr Wort hat Gewicht und Überzeugungskraft. Ihre mitreißende Rede in der Berlin-Bonn-Debatte am 20. Juni 1991 ist dafür ein starkes Beispiel. Ihre Plenarrede war eine der entscheidenden Reden, die am Ende zum Beschluss für Berlin als Parlaments- und Regierungssitz führte und Ihnen ganz nebenbei auch die Ehrenbürgerschaft der Hauptstadt einbrachte. Streit ist das Salz der Demokratie. Das war immer Ihre Devise. Zum konstruktiven Streit haben Sie uns Abgeordnete als Parlamentspräsident auch immer ermuntert, auch in herausfordernden Zeiten. Sie haben das Parlament immer angehalten, gegensätzliche Standpunkte auch auszuhalten. Den politischen Streit haben Sie nie als Selbstzweck verstanden, sondern als ein Instrument, um widerstreitende Interessen in Rede und Gegenrede zu artikulieren und bei drängenden Zukunftsfragen auch wirklich voranzukommen. Über den Bundestag haben Sie gesagt, ich zitiere, hier ist der Ort, an dem wir streiten dürfen, an dem wir streiten sollen, fair und nach Regeln, leidenschaftlich, aber auch mit der Gelassenheit, die einer erregten Öffentlichkeit Beispiel geben könnte. Zitat Ende. Lieber Herr Schäuble, auch nach 50 Jahren dienen Sie dem Parlament mit Ihrer unvergleichlichen Erfahrung, mit Ihrer Weitsicht und Ihrem intellektuellen Scharfsinn. Wir sind jetzt gespannt auf Ihre Ausführungen. Herr Schäuble, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre sehr mich ehrende Würdigung und auch für Ihr Angebot, hier einige Worte sagen zu dürfen. Annemarie Renger war eine allseits respektierte Bundestagspräsidentin. Sie haben sie zu Recht eben gewürdigt. Annemarie Renger achtete streng auf die Würde des Hauses, so wie man sie damals verstand. Als einmal ein sozialdemokratischer Kollege ohne Krawatte im Plenum saß, da ließ sie ihm durch einen Parlamentsassistenten unauffällig einen Binder bringen, und er hat ihn auch widerspruchslos angelegt. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass die Tatsache, dass eine Frau das Amt innehatte, mir besonders bemerkenswert erschienen wäre. Vielleicht war manches auch vor 50 Jahren doch schon selbstverständlicher, als heute viele glauben. Gewöhnungsbedürftig für uns in der Union war allerdings, dass erstmals eine Sozialdemokratin das Amt ausübte.
Aber das ist ja heute auch keine Besonderheit mehr. Übrigens hatte 1972 der erste Bericht des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums schon die Gefahren von exponentiell wachsenden Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung aufgezeigt. Er hat auch viel Aufmerksamkeit erfahren, auch bei mir. Aber er hat leider zu wenig praktische Schlussfolgerungen gefunden. Auch deswegen verstehe ich, warum die junge Generation heute so drängt. Und ich sehe die Herausforderung für die parlamentarische Demokratie zu erklären, warum in der freiheitlichen Gesellschaft Prozesse oft langsam verlaufen. 1973 folgte übrigens schon die erste Energiekrise, weil damals die OPEC, die war damals von den arabischen Staaten dominiert, die wollten mit einer Verknappung der Ölförderung den Westen zu einer weniger israelfreundlichen Politik zwingen. Wir hatten in der Adventszeit 1973 Fahrverbote. Wir sind auf der Autobahn Fahrrad gefahren und spazieren gegangen. Der Einspar beim Ölverbrauch war übrigens auch damals gering. Meine Partei hatte im Wahlkampf 1972, Sie haben eben noch die Wahlbeteiligung zu Recht erwähnt, vor allem die ansteigende Inflation mit ihren Gefahren für Wachstum und Beschäftigung thematisiert. Und irgendwie hatten wir im Beifall unserer Anhänger im Wahlkampf gar nicht richtig mitbekommen, dass manche Reformen der sozialliberalen Koalition 69 bis 72 in einer Gesellschaft, die sich in der Nachkriegszeit zunächst vor allem auf das Wirtschaftswunder konzentriert hatte, nun Zustimmung fanden. Und vor allem hatten wir nicht verstanden, dass die Fortschreibung der Westintegration mit der neuen Ost- und Deutschlandpolitik der begrenzten Zusammenarbeit unter der Überschrift Wandel durch Annäherung nicht nur mit dem Friedensnobelpreis für Willy Brandt, sondern auch mit wachsender Zustimmung in der öffentlichen Meinung honoriert wurde. Man sieht, auch wenn heute alles ganz anders zu sein scheint als vor 50 Jahren, so ist doch auch nicht alles ganz neu. Nach meinen Erfahrungen bin ich mir übrigens auch nicht so sicher, dass aus Anfang idealistischem Protest, wenn er anfängt, zu strafbaren Mitteln zu greifen, nicht auch schlimme Entscheidungen und Entwicklungen entstehen können. Und deshalb ist es gut, wenn unsere zuständigen Behörden hier auch hier den Anfängen wehren. Auch wenn sich die Geschichte nicht wiederholt, lassen sich aus der distanzierten Betrachtung von Entwicklungen ja Entscheidungshilfen für Gegenwart und Zukunft gewinnen. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Partnerschaft darf nicht zum Verzicht auf Verteidigungsabschreckungsfähigkeit führen. Das haben wir nach Putins Überfall auf die Ukraine wieder lernen müssen. Es stand so schon im Harmel-Bericht der NATO von 1967. Und wir hatten dann die gesellschaftliche Debatte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, nachdem Helmut Schmidt 1979 in der NATO den sogenannten Doppelbeschluss durchgesetzt hatte. Der wollte eine Lücke in der Glaubwürdigkeit der Abschreckung schließen, weil die Sowjetunion mit Raketen mittlerer Reichweite, die nur Europa, aber nicht Amerika erreichen konnten, ein Bedrohungspotenzial geschaffen hatte, von dem Helmut Schmidt und dann auch die NATO überzeugt waren, dass es entweder beseitigt werden oder durch eine entsprechende Aufstellung von Waffensystemen mit mittlerer Reichweite in Europa ausgeglichen werden müsse. An diesem Doppelbeschluss hat Helmut Schmidt die Unterstützung seiner Partei verloren. Der Widerstand richtet sich bemerkenswerterweise nicht gegen die auf uns gerichteten sowjetischen Raketen,
sondern gegen die zu unserem Schutz notfalls zu treffenden Maßnahmen. Meines Erachtens gehört zu den großen Leistungen von Bundeskanzler Kohl nach dem Regierungswechsel 1982, dass er diesen NATO-Doppelbeschluss gegen heftigen öffentlichen Widerstand vollzogen hat. Vielleicht wäre die Geschichte mit Michail Gorbatschow ohne diese Entscheidung anders verlaufen. Jedenfalls hat uns Putin jetzt gezeigt, dass wir auch im 21. Jahrhundert den Frieden nur sichern können, wenn wir auch in der Lage sind, uns gegebenenfalls zu verteidigen. Wir hätten es wissen können. Wir wollten es nicht sehen, sagte die frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dass es Bedrohungen durch terroristische, asymmetrische Kriegsführung auch nichtstaatlicher Akteure gibt, haben wir am 11. September 2001 mit den Anschlägen auf das World Trade Center erfahren. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wurde danach, um Peter Strzok zu zitieren, am Hindukusch verteidigt. Wir haben bis heute keine gute Antwort gefunden, wie wir auf solche Bedrohungen reagieren sollen. In Afghanistan nicht und jetzt in Mali auch wieder nicht. Der Sieg der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, den Francis Fukuyama nach 1990 in seinem Ende der Geschichte verkündete, den hat Samuel Huntington schon in seinem Clash of Civilizations 96 hinterfragt. Und noch immer suchen wir nach dem richtigen Maß an Respekt vor unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Wertvorstellungen einerseits und unserer universalen Verantwortung für Menschenrechte andererseits. Jedenfalls haben wir im Vergleich zu 1972, als für uns in Europa die Polarität des Ost-West-Konfliktes alles andere zu überlagern schien, die größere Vielfalt und zugleich die größere Vernetzung globaler Strukturen lernen müssen. Und wir sehen im Übrigen, dass wir uns in Deutschland und in Europa sehr anstrengen müssen, wenn wir unseren eigenen Ansprüchen im globalen Ranking auch nur einigermaßen gerecht werden wollen. Vielleicht müssen wir Deutsche auch aufpassen, dass wir nicht als Besserwisser, die ihren eigenen Ansprüchen selbst nicht gerecht werden, international zu viel Sympathie verlieren. Dafür könnte übrigens auch unser ja doch eher unbefriedigender Auftritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar manchen Beleg liefern. Verändert hat sich jedenfalls die öffentliche Kommunikation, die sich aus den Print- und elektronischen Medien viel stärker in soziale Netzwerke verlagert hat, mit all den Gefahren für die Stabilität unserer freiheitlich-demokratischen Grundwerte. Ordnung, die wir ja fast überall in der Welt, wo es solche Demokratien überhaupt gibt, beobachten müssen. Das Vertrauen in die Fähigkeit von Politik, Probleme zu lösen, sozialen Zusammenhalt zu gewähren, einen verlässlichen Rahmen und ausgewogenen Rahmen für Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten, das nimmt offenbar ab, je mehr wir uns bemühen, jedes einzelne Problem noch besser noch perfekter zu lösen. Ich weiß nicht, wie viele Entbürokratisierungskommissionen und Initiativen wir in diesen 50 Jahren hatten. Besser geworden ist jedenfalls nichts. Föderalismus, Kommission hatten wir zwei ganz groß angelegte zwischen Bundestag und Bundesrat und Bundesregierung. Aber niemand behauptet ernsthaft, dass die föderale Ordnung unseres Landes, die ja im Grunde weitgehend unbestritten ist, mit Bund, Ländern und kommunaler Selbstverwaltung derzeit in guter Verfassung sei. Ich will mich mit ungebetenen Ratschlägen wirklich zurückhalten. Das habe ich mir in meiner Alters- und Mandatszeit begründeten Sonderrolle vorgenommen. Deshalb will ich Ihr freundliches Angebot, Frau Präsidentin, heute einige Worte, was in diesen 50 Jahren sich wie die Entwicklung war. Ich will das nicht missbrauchen, aber vielleicht ein Gedanke.
Wie wäre es, wenn wir eine breite öffentliche Debatte anstoßen würden, wie wir unseren durch perfektionistische Überregulierung ähnlich dem gefesselten Riesen Gulliver in zu vielem fast schon handlungsunfähig gewordenen Staat durch eine grundlegende Neuordnung der Aufgaben auch zwischen Staat und Gesellschaft und der Neuordnung der Zuständigkeiten einschließlich der Zuordnung von selbst zu bestimmenden Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen wieder effizienter machen könnten. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaft haben vor kurzem einen interessanten Anstoß gegeben, den könnten wir aufgreifen. Und dann könnten wir auf diesem Weg einer wieder als handlungsfähig wahrgenommenen Politik auch das Verständnis der Bürger fördern, dass Demokratie eben, wie kürzlich ein Autor geschrieben hat, eine Zumutung ist und nicht ein Supermarkt für Schnäppchenjäger. Dass es neben Rechte auch Pflichten gibt und dass jeder nach seiner ganz eigenen, unterschiedlichen Entscheidung auch seinen Beitrag für andere und damit für das Gemeinwohl leisten kann, leisten muss. Wir sollten auch gerade in dem jetzt so oft beschriebenen Wettbewerb der Systeme bedenken, dass bei all unseren Schwächen die Grundwerte unserer freiheitlich-rechtsstaatlichen Ordnung sich fast überall da auf der Welt, wo diese Werte nicht verwirklicht sind, so großer Anziehungskraft erfreuen, dass die Unterdrückten sich danach sehnen, ihr Leben riskieren, um es vielleicht sich zu erkämpfen, und dass die Diktatoren genau diese Anziehungskraft fürchten. Also tragen wir Verantwortung, zu zeigen, dass diese Werte auch funktionieren, dass das besser geht. Und weil wir, solange es uns gut zu gehen scheint, uns schwer tun, für notwendige Änderungen ohne zu viel Perfektionismus politische Mehrheiten zu finden, bleibe ich auch in der gegenwärtigen Krise zuversichtlich. Denn je mehr wir begreifen, dass wir nicht einfach so weitermachen dürfen, umso eher wächst die Chance, für notwendige Änderungen stabile Mehrheiten zustande zu bringen. Das ist ja die Lehre von Karl Poppers offener Gesellschaft, die im Prozess von Trial and Error doch immer wieder den Weg zu neuen Lösungen findet. Deshalb sind Krisen immer auch Chancen. Und so, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, haben wir Grund zur Zuversicht. Und das gilt heute genauso wie vor 50 Jahren. Ich danke Ihnen.
Herr Dr. Schäuble, ich wusste, es lohnt sich immer, Ihnen Redezeit einzuräumen. Und Sie haben sich auch an die Zeitkontingente gehalten. Auch das haben Sie ja selbst als Präsident hier oben auch immer eingehalten. Herzlichen Dank dafür und ich gratuliere Ihnen, Sie haben das ja gemerkt, im Namen des ganzen Hauses noch mal ganz, ganz herzlich zu Ihrem 50-jährigen Parlamentsjubiläum. Und wie das Leben so spielt, steigen wir jetzt in die Tagesordnung ein. Da, interfraktionell ist vereinbart worden, heute bei den ohne Debattenpunkten noch die Sammelübersichten zu Petitionen auf den Drucksachen 4925 bis 4939 aufzurufen. Am Freitag ist nach interfraktioneller Vereinbarung vorgesehen, zu Beginn der Tagesordnung in zweiter und dritter Lesung den Entwurf eines Gesetzes für einen besonderen Schutz hinweisgebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, mit einer Debattendauer von 39 Minuten zu beraten. Die weiteren Tagesordnungspunkte der Koalitionsfraktionen rücken entsprechend nach hinten, wobei Tagesordnungspunkt 24 nunmehr mit einer Debattendauer von 39 Minuten beraten werden soll. Ich gehe davon aus, Sie sind damit einverstanden. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.